Das Warten auf noch etwas Sonnenschein hat sich gelohnt. Am vergangenen Wochenende konnte die Wimdatter stattfinden. Die Blauburgunder-Trauben liegen jetzt bereits in den Tanks der Hofkellerei Vaduz und Reb- und Kellermeister Gerry Büchel ist ganz in seinem Element. Wir wimmeln die erste Trauben, die Trauben kann in die Kellerei hin, werden gewogen, werden die Töchselgrad gemessen, werden über die Abbeermaschine lassen, also Stiel und Beeren werden getrennt. Und nachher entsteht die sogenannte Maische und die Maische muss dann nachher in einen Tank eingepumpt werden, wo sie zum Vergären kommt. Und die Vergärung, um die Vergärung gut zu gestalten oder zu bewerkstelligen, brauche ich eine spezielle Hefe. Und diese besondere Hefe kommt in diesem Weinjahr in der Hofkellerei zum ersten Mal zum Einsatz. Gut 100 Jahre ist sie wohl alt, wurde quasi wiederentdeckt, bringt nun die Maische zum Gären und verfügt über ganz besonders gute Eigenschaften. Die Hefe nicht dort absolut oder fast keinen Böchser entwickeln. Böchser ist wie viel Wasserstoffverbindung, die faule Eier bewirkt. Die muss man dabei wieder lüften. Die Hefe lässt jeder Zucker schnell durchgären. Der Feind Alkohol ist, da ist sie grosszügiger. Also dort hohe Alkoholer, bis zu hoch hat Alkohol schaffen. Also es bleibt kein Restzucker da. Also man muss sich vorstellen, 2003, wo die Weine so hochgradig waren, ein Zuckergehalt da, wo die Fructose- und Glucoseverhältnis nicht so ziemlich gestimmt haben, ist ein Restzucker geblieben und das ist jetzt nun mal so. In 2 bis 3 Monaten kann dann schon einmal getestet werden, wie sich die Weine in der Degustation anschmecken lassen. In Kürze degustiert werden kann schon auf der Favina, welche am 12. und 13. November in der Hofkellerei stattfindet. Da kann man sämtliche Weine, Eigenbauweine von Vaduz, die wir haben, von Wilfersdorf, von unserem anderen Weingut, degustieren, nebst fremdländischen Weinen, die wir auch anbieten. Der Herbst hat auch in den Weinbergen Einzug gehalten. Etliche Schafe werden schon bald das Gras unter den Reben kurz schneiden. Das Schnittgut der Reben selbst wird noch verhäckselt und dem Boden wieder zugeführt. Und somit hat der Weinstock in diesem Jahr seine Arbeit getan.